So, wir sind jetzt hier. Maluschas Illusion haben wir platt gemacht. Jetzt schauen wir, ob wir den richtigen auch noch platt machen. Oh Junge, Sora, das ist das finale Kampf. Bist du bereit? Es ist unser letzter Kampf, wir sind bereit. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world of nothingness. As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness! Okay, das schaut jetzt heftig aus. Ja, ein bisschen an dem Endgegner vor dem allerletzten Endboss vom ersten Teil. Irgendwie. Ein bisschen anscheinend, der hat aber weniger. Ich denke mal, dass wir da die Arme da weghauen müssen. Alter, da sollst du mal meine Karten wegstehen. Und. Ja, dass wir unsere Kombos vergessen können. Schauen wir einfach mal, ob das was bringt. Natürlich nicht. Doch, wir haben sogar einen Teil zerstört. Alter, so die Scheiße. Der treibt's echt maßlos. Scheint jetzt zur Welle aus Angriffen vorzuhaben. Die können wir aber alle wegstecken. Alter, sollst du denn abhauen, wenn ich deine Karten wegstecken will? Wisst ihr jetzt? Scheint endlich an seinen Hauptkörper ranzukommen. Heil uns! Karte hätten wir gleich zum Anfang spielen sollen. So, die haben wir ausgestochen. Schauen wir, ob wir uns heilen. Alter, ich will die Dinger da eigentlich gar nicht platt machen. Ich wollte eigentlich den Typen da oben eine reinhauen. Alter, ist der lästig, alter Schwede. Okay, jetzt können wir endlich mal gegen den mal ein wenig Schaden anrichten. Okay, mit der Attacke treffen und also nicht. Alter, es irritiert einen voll. Alter, verschwinde, Mann. Das können wir wieder nicht anvisieren, das ist echt lästig. Verdammte Kacke, jetzt bleiben wir mal da. Ich denke mal, wenn wir mit Kartenwerten, mit hohen Karten angreifen, dann kann der uns einmal, selbst wenn er einen Angriff macht. Scheißegal, probieren wir mal Tornado, wir sehen, was das bringt. Okay. Hier, die geht anscheinend gar nichts. Was ist mit der Attacke? Ich werde mal ausprobieren, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, GRD könnte sogar. Alter, GRD hat das echt gut Wirkung zeigt. Okay, das war irgendwie klar, dass uns das jetzt aussticht. Alter! Das darf ich nicht zulassen. So.
So, schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ah, wir haben kein Wind mehr, nein! Scheiß die Wand an, können die eben. Aber wir nutzen die Item-Karten. Alter, nerv jetzt nicht. So, schauen wir mal, mit dem Angriff anstrengen können. Alter, aber wenn wir da bloß kurz reingehalten haben, das hat echt Wirkung gezeigt. Da haben wir unser Super-Elixier verbraucht, verdammte Kacke. Und der größte Vollpfosten. So, schauen wir einfach mal, was wir machen. So, schauen wir mal, ob wir die Attacke was bringen. Genau, lass dich verbrennen. Komm her. Komm, lass dich anvisieren. Wo bist du denn? Ah, jetzt ist der außerhalb seiner, von dem Bereich, wo wir anvisieren können. Was soll denn der Scheiß? Ist der lästig, der Kerl. So, halten wir uns doch gleich. Das hat doch mal gut ausgeschaut. Ja, ich kann den Angriff aber nicht ausführen lassen, weil das ist zu gefährlich. Das haben wir doch vorhin schon recht gut gemeistert mit der Feuerattacke. Haut der einfach ab, die Sau. Was soll das? So, wo ist er denn? Na komm her. Was nimm mal für HP? Alter, nervt mich der langsam. Jawohl! Finish! Army? Do you want to scream? Alter, es leckt jetzt ein bisschen. Scheint aber zu viel zu sein für mein Ego. Alter. Haben wir jetzt keine nuller Karte mehr, mit dem wir das ausstehen könnten? Alter, was will der? Ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn uns der getroffen hätte, aber ich will es auch nicht ausprobieren. Jawohl, wir haben sogar erwischt. Der Attacke hat viel zu heftig ausgeschaut. Alter, wenn der nicht so lecken wird. Ja, jetzt wird's langsam besser. Ich
Das hat vorhin schon recht gut funktioniert, probieren wir einfach mal aus. Wenn sie auf Distanz hält, dann holen wir uns unsere Karten halt wieder. Scheiß da die Wand an. Alter! Dem Angriff, der geht dann echt auf die Nerven. Der steht da bloß da, macht einen Abfluss kurz. Ich hasse solche Leute. Alter, was soll die Scheiße? Alter, die haben sie unsere Karten rausgeschmissen. Alter. Müssen wir unsere Karten wieder aufsammeln? Ich mag's ja wohl nicht. Das war ein knappes Ding, Alter. Gib mir meine Karten wieder, was soll der Rotz? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Heilen wir uns lieber mal vorher. Alter, mit uns Alter, die Karte hat uns noch gefehlt. Ich hab schon gedacht, was geht jetzt ab? Alter, verpiss dich, Mann. Wenigstens ein bisschen halten. Alter, der geht echt auf die Nerven. Alter, ich habe bis jetzt noch keine Goofy und Donald-Karte benutzt. Könnten wir doch mal besuchen. Ich weiß ja nicht, was ich benutzen soll. Nehmen wir es einfach mal so, weil das ist ein bisschen schneller gewesen, das Trio Kraft. Alter, nicht schon wieder, Alter, Schwede, was soll der Rotz? Der Kerl ist echt lästig. Könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen, dass er auf die Nerven geht. Zieh dich, Mann! Seine ganz verdammten Kombos. So, die haben wir weggestorben, verdammter Hund. So, unsere Karten haben wir auch alle wieder. Alter, unsere ganzen zwei Karten fehlen uns. Alter, wo sind meine ganzen Karten hin? Hat die jetzt verloren oder? Nee. Alter, ich hab kein Problem, die auszustellen, deine Dreckskarten. Das kannst du voll vergessen. Ja, endlich! Bist lästig, Mann.
You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? Well, I... It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you, and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours, and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories, just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora. You have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. To remember again, we have to sleep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gosh, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal.
and it will say thank Nominee. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Nominee. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Nominee. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. Links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. Kairi! My friends! Nominee? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light... It will be ours, and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost. Thank you.
So, wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Ich fand es eigentlich echt super, so zum Zocken her. Namine wird unsere Erinnerungen wiederherstellen. Wir werden uns aber an den ganzen Geschehnissen im Schloss nicht mehr erinnern können. Auch an Namine nicht, aber wir haben ihr, Sorat, ihr Versprechen gegeben, dass er sie finden wird, wenn er wieder zu sich gekommen ist. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. So, wir können hier speichern. Wollen wir, haben es geschafft. So, und jetzt könnten wir hergehen. Ein neues Spiel beginnen. Und zwar mit Rico. Jetzt spielen wir im Endeffekt den gleichen Punkt weiter, nur mit Rico. Das werde ich aber im nächsten Projekt angehen. Wir sehen uns, wenn es dann mit Rico weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Kommentar bitte dazu, ob es weitergehen soll, wie es euch gefallen hat, Verbesserungsvorschläge, allem drum und dran. Ja, und dann sage ich einfach mal ciao, bis zum nächsten Kingdom Hearts Projekt.